Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir möchten heute mit euch ein ganz wichtiges Thema besprechen, was ja häufig etwas unterschätzt oder auch missachtet wird. Worum geht's? Es geht einfach darum, wie man relativ simpel bei jedem Traxxas-Modell mit einer TQI-Funkanlage den maximalen Lenkeinschlag begrenzen kann. Wann braucht ihr das Ganze? Ihr braucht es relativ häufig. Ich sage jetzt mal, wenn ihr ein Modell neu habt und feststellt, okay, der Lenkeinschlag ist noch zu weit, ich fahre gegen den mechanischen Lenkeinschlag von den Lenkungskomponenten. Ihr habt beispielsweise einen neuen Servo verbaut, der komplett andere Fahrwege hat. Ihr habt einfach eure Lenkung komplett zerlegt, neu zusammengebaut und stellt jetzt irgendwie fest, okay, ich habe meine Pivotwalze anscheinend irgendwie beim Aerowalz zum Beispiel mal irgendwo etwas weiter reingeschraubt. Dadurch habe ich jetzt andere mechanische Endanschläge. Muss da entsprechend eben ein bisschen nachregeln. Um es kurz zu machen, bei jedem, bei dem sich bei aufgebocktem Modell, also die Räder hängen jetzt in der Luft, das Ganze bei Maximaleinschlag so anhört, dieses leichte Surren, der sollte jetzt gut aufpassen. Jetzt zeigen wir euch mal, wie einfach das Ganze geht, den maximalen Lenkeinschlag einzustellen. Wichtig, bitte nicht mit der Mittelstellung verwechseln, das ist was vollständig anderes. Heute auch mal wirklich die komplette Grundversion ohne Link Wireless Modul, einfach nur mit Hilfe der Menü- und Z-Tasten hier oben drauf. Wichtig dabei ist, ihr habt verschiedene Menüpunkte und verschiedene Menüstrukturen. Mit der Taste Menü selber bewegt ihr euch immer von oben nach unten und mit der Taste Z von links nach rechts. So. Wir fangen jetzt einfach mal an. Grundvoraussetzung, Modell ist eingeschaltet, Fernbedienung ist eingeschaltet. Und jetzt geht es einfach mal los. Wir halten jetzt einfach mal unsere Menütaste für ungefähr 3 Sekunden gedrückt. So, als Ergebnis sind wir jetzt im ersten Menüpunkt. Das heißt, unsere LED blinkt einmal grün. Jetzt drücken wir nochmal kurz auf die Menütaste. Damit sind wir einen Punkt weiter. Unsere LED blinkt zweimal grün. Das ist unsere Kanaleinstellung. Die bestätigen wir einmal mit der Set-Taste. Die LED ist jetzt wieder umgesprungen auf einmal grün blinken. Damit sind wir jetzt beim Lenkungskanal. Da wollen wir auch hin. Das heißt, wir bestätigen das Ganze nochmal. Wir sind jetzt bei einmal rot und sind damit im Untermenü vom Lenkungskanal. So. Im Lenkungskanal selber haben wir jetzt in Summe 4 verschiedene Punkte. Wir wollen auf Punkt 3 Endpunkte. Das heißt, einmal, zweimal. Punkt 3, unsere LED blinkt wiederholt dreimal rot. Das heißt, wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo wir hinwollen für unsere Endpunkte und können jetzt hergehen und mit der Set-Taste in Kombination mit dem Lenkradausschlag unseren maximalen Lenkeinschlag einstellen. Was dabei wichtig ist, ihr müsst immer mit der rechten Seite anfangen. Wenn ihr mit links anfangt, funktioniert es nicht, dann kommt das Ganze durcheinander. So. Das Ganze ist relativ simpel, das heißt, ihr schnappt euch einfach eure Fernbedienung, bockt am besten das Modell dazu auf. Wir hören jetzt schon, unsere Servos machen ordentlich Geräusche. Das heißt, wir gehen einfach ein bisschen zurück, wo wir hinwollen, und drücken dann einmal an der Stelle unsere Set-Taste. Die LED hat schnell grün geblinkt. Das heißt, der maximale Endausschlag wurde gespeichert. Das Ganze machen wir jetzt nochmal in die linke Richtung. Auch hier wieder unser grünes Blinken. Das Ganze wurde gespeichert. Und als Ergebnis haben wir jetzt den Endausschlag etwas minimiert. Wir fahren jetzt nicht mehr gegen unseren mechanischen Endausschlag. Das heißt, unsere Servos werden lange nicht mehr so stark belastet und haben ein längeres Leben. Falls ihr bei der ganzen Sache mal durcheinander kommt und das Ganze wieder auf Werkseinstellung zurückstellen müsst, bleibt einfach in dem Punkt für die Endausschläge. Das heißt, unsere LED leuchtet hier dreimal rot. Lasst das Lenkrad komplett los und drückt einmal auf die Set-Taste. Auch hier bekommen wir wieder ein schnelles grünes Blinken als Bestätigung und im Ergebnis, wir können es deutlich hören, sind unsere Lenkausschläge wieder im Werkszustand und komplett da. Wenn die Einstellungen beendet sind, dann macht ihr einfach nichts weiter wie Menütaste, wieder für 3-4 Sekunden gedrückt halten. Unsere LED springt wieder um auf Dauergrün. Damit haben wir den Programmierbaum verlassen und können wieder ganz normal fahren.